Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video und viele Grüße vom Neumarkt in Köln. Ich komme immer noch nicht drüber weg, dass die Sonne scheint. Ist das schön? Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Lesung und zwar von Leon Sachs zu Mein ist die Macht. Ich bin ein bisschen früh dran, also mein Plan ist, dass ich mich vorher noch in ein Café setze und da vielleicht noch den ein oder anderen Vlog schneide. Aber dann bin ich auf jeden Fall pünktlich da. Und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Lieben, ich stehe jetzt vor der Klarenbach Buchhandlung, wo gleich die Lesung stattfinden wird. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, die ist ausverkauft. Ich hatte es auch noch schwer, mit reinzukommen. Ich stand auf der Warteliste. Ja, und ihr habt sicher gesehen, die Lesung ist ausverkauft. Das freut den Autor doch sicher sehr. Und ich habe euch jetzt gerade nicht gezeigt, was ich da noch in dem Café gemacht habe, weil in diesem Video soll es ja um die Lesung gehen. Und das ist ja auch sicher interessanter, als zu sehen, wie ich am Laptop sitze und irgendeinen Vlog schneide. Und ja, ich gehe jetzt gleich mal rein. Vielleicht kann ich mir auch noch das ein oder andere Buch angucken. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch noch ein bisschen was von der Lesung zeigen darf. Also, ich befinde mich jetzt schon im Inneren der Buchhandlung. Hier ist jetzt schon alles freigeräumt, weil hier sitzen wir gleich alle. Ich finde das sehr schön, dass wir in der Kinderbuchabteilung sitzen. Denn da, wo Pippi Langstrumpf ist, da fühle ich mich immer am wohlsten. Und der Autor ist auch schon da, den seht ihr jetzt gerade nicht, weil der da hinter euch sitzt. Aber ich bin sicher, dass ich den gleich auch noch vor die Kamera kriege. Ja, dann wissen Sie was, dann nehmen Sie doch hier den Holzstuhl. So ihr Lieben, die Lesung ist im Grunde schon aufgebaut und ich habe hier eigentlich schon riesen Spaß. Ich sage euch, die Buchhändlerin der Klarenbach Buchhandlung, ich habe es laut und deutlich gesagt, sind gut drauf, kommt gerne mal hier vorbei. Und neben mir sitzt auch die Caro vom Emons Verlag. Hallo! Hallo! Und gleich kriegen wir ganz bestimmt auch den Autor noch mal kurz vor die Kamera. Da ist er! Okay, ich habe gesagt, das ist kurz. So. Ihr merkt also schon, der hat den Schalk im Nacken. Ne? Jetzt wird gehasselt. Ja, gehasselt. Ne? Und ich zeige euch gleich noch ein bisschen was von der Lesung. Seht mal diesen dezenten Hinweis auf seine Bücher, die hier gerade platziert werden. Damit auch jeder alles mitkriegt. Kennst du dich so ein bisschen mit Marketing aus, Leon? Nee. Ich habe irgendwas mit Medien studiert. Irgendwas mit Medien. Ah. So, herzlich willkommen. Wir freuen uns. Wir freuen uns riesig. Und wir freuen uns, dass wir so einen prominenten Autor hier haben. Richtig toll. Gratulation. Toll. Schon das dritte Buch. Ist auch oft nachgefragt worden. Wir haben uns gut eingedeckt. Der Herr Sachs wird nachher sicherlich sehr gerne auch signieren und die können dann auch erworben werden, die Bücher. Hier in der Buchhandlung. Genau. Wenn ich meinen Namen Marc Merten google, dann kommt ganz viel 1. FC Köln bei raus. Das ist dem geschuldet, dass ich Sportreporter in meinem zweiten Leben bin. Und naja, sagen wir es mal so, es gibt einen Satz über Sportreporter, der sagt, ein Sportreporter ist derjenige geworden, der kein richtiger Journalist und auch kein richtiger Autor und schon gar kein richtiger Sportler werden konnte, also wurde er Sportreporter. Und in diese Nische wollte ich mich nicht unbedingt reinsetzen. Insofern habe ich gesagt, ich schaffe es doch irgendwie als Autor. Insofern bin ich etwas mehr als ein Sportreporter. Und dann gebe ich dem Kind aber einen anderen Namen, um diese Welt noch zu treffen. Der FC-Blog, ist das eher Journalismus oder Fiktion? Als ich Ulrich zum Haupteingang wandte, sah Al-Mohammed an den 5 Meter hohen Flügeltüren stehen, durch die es in das Allerheiligste der Moschee ging. Der Mann hielt ihm einladend eine der hölzernen Pforten auf. Ohne Mohammed wäre er nie an diesen Punkt gelangt, das musste er sich eingestehen. Der Mann hatte sich um den Wachmann gekümmert, der nachts patrouillierte. Die Sicherheitskameras hatte er außer Kraft gesetzt und nun hielt er Ulbricht die Tür auf, zu der er den Schlüssel besorgt hatte. Hier sollten sich ihre Wege trennen. Eigentlich. Doch Ulbricht dachte nicht daran. Keine Zeugen waren besser als einer, der doch irgendwann reden konnte. Egal, wie viel Geld Mohammed bekommen hatte, egal, ob der Mann nach radikaleren Gedanken folgte als er selbst. Sie kommen mit rein,
zischte Ulbricht. Mohammed blieb unbeweglich stehen. Das war keine Bitte. Ulbricht trat einen Schritt zurück und bedeutete dem Mann, vor ihm durch die Tür zu gehen. Das war so nicht vereinbart. Sie tun, was ich Ihnen sage, Sie sind gut bezahlt worden, also rein da. Er hatte keine Zeit für diese Spielchen. Er zückte ein Militärmesser, das er in einer Scheide am Hosenbund trug. Doch im selben Moment, als er Mohammed am Arm packen und in die Moschee zerren wollte, griff der Mann mit der freien Hand hinter seinen Rücken und zog eine Pistole hervor. Ruhig und ohne den Anflug eines Zitterns richtete er sie auf Ulbricht. Ich verachte diese Gemeinde. Deshalb habe ich Ihnen geholfen, aber ich verachte auch Sie. Ich habe mich an die Abmachung gehalten, also halten Sie sich jetzt auch an die Ihre, erledigen Sie, was Sie zu erledigen haben, und wir sehen uns nie wieder. Ulbricht erkannte, dass er geschlagen war, zumindest für den Augenblick. Die Wut in sich unterdrückend, steckte er das Messer weg und trat in den Vorraum der Moschee. Also, wir reden über einen französischen Rabbiner. Sein Name ist Fabrice. Und er hat zusammen mit einer Lobbyistin, Cara Allegri, die sich sehr intensiv für diesen Vertrag eingesetzt hat, recherchiert, ob irgendetwas an einem solchen Anschlag dran sein könnte, hat aber keine Hinweise gefunden. Und es spielt sich Folgendes ab. Ort ist der Petersberg. Es ist das Grand Hotel auf dem Petersberg, wer vielleicht mal oben war. Es gibt eine wunderschöne Rotunde, die, von der man wunderbar auf den Rhein hinabblicken kann. Und in dieser Rotunde soll in wenigen Minuten der Vertrag unterschrieben werden. Und Fabrice und Cara Allegri sitzen in der Lobby und wissen, dass sie nichts mehr tun können. Fabrice wusste nicht, warum der Mann ihm auffiel. Er trug die Uniform eines Hotelangestellten, schwarze Hose, weißes Hemd, Weste, Krawatte. Der Ausweis hing gut sichtbar um seinen Hals. Er durchquerte zielstrebig die Lobby. Allegri schenkte dem Mann kaum Beachtung, doch Fabrice' Blick folgte ihm aufmerksam. Er richtete sich in seinem Sessel auf. Stimmt was nicht? Allegri hatte seine Veränderung sofort bemerkt. Ich bin mir nicht sicher. Der Mann wandte sich in Richtung Treppenaufgang. Fabrice konnte es im matten Licht der Lobby nicht gut erkennen, doch dann trafen sich ihre Blicke. Nur einen kurzen Augenkontakt, aber Fabrice wusste sofort, dass dieser Mann nicht für das Hotel arbeitet. Ein Angestellter des Hauses wäre dem Blickkontakt mit einem Gast nicht ausgewichen. Das war die erste Regel in einem Luxushotel. Dem Kunden galt die volle Aufmerksamkeit. Egal wann, egal wo, egal unter welchen Umständen. Doch dieser Mann hatte sich bemüht, aus Fabrices Blickfeld zu verschwinden. Fabrice erhob sich. Was ist los? Ich weiß es noch nicht. Bleiben Sie hier. Wenn ich in 2 Minuten nicht wieder da bin, alarmieren Sie den Sicherheitsdienst. Ehe Allegri antworten konnte, war Fabrice aufgesprungen und am Treppenabsatz. Mit Leichtigkeit nahm er 2 Stufen auf einmal. Da sah er es. Die Tür zu 701 stand wenige Zentimeter offen. So leise er konnte, schlich er an die Zimmertür heran. Durch den Spalt konnte er Stimmen hören. Er brauchte einen Augenblick, bis er begriff, der Fernseher war eingeschaltet. Es lief die Übertragung der Zeremonie im Kuppelsaal. Fabrice überlegte. Er sah sich um, konnte aber nichts entdecken, das ihm als Waffe hätte dienen können. Es gab also nur einen Weg. Er legte seine Hand auf die Klinke und trat vor. Die Tür schwang auf. Und Sekunden später stand Fabrice mitten im Zimmer 701. Doch er war allein. Aber wie konnte das sein? Hatte er sich getäuscht? Warum hatte die Tür dann einen Spalt offen gestanden? Im Flur hätte sich der Mann nicht verbergen können. War er doch über die zweite Treppe geflohen oder hatte sich Fabrice das alles nur eingebildet? Er sah sich um. Das Bett war unberührt und frisch bezogen. Nichts deutete darauf hin, dass jemand dieses Zimmer bewohnte oder kürzlich hier gewesen war. Es lag in der obersten Etage. Durch 2 Giebelfenster des Dachgeschosses drang Tageslicht in den Raum. Da fiel Fabrice auf, dass auch eines der Fenster angelehnt war. Nach 3 großen Schritten stand er davor. Sein Blick fiel auf die Rotunde, die gut 20 Meter unter ihm lag. Die Konferenz musste jeden Moment beginnen. Er wollte gerade die Möglichkeiten durchgehen, die ein Attentäter von hier oben gehabt hätte,
da fiel ihm ein schwarzer Kasten ins Auge, der in einem Fach des Nachttischs neben dem Bett lag. Fabrice fingerte ein Stofftaschentuch aus seiner Hosentasche, nahm den Kasten und legte ihn aufs Bett. Es war ein Plastikkoffer, nicht größer als eine Laptoptasche. Vorsichtig löste Fabrice das Schloss und klappte den Deckel auf. Er sah auf den Inhalt hinab und brauchte einen Moment, um zu begreifen, was er da vor sich hatte. Vor ihm lag, in Schaumstoff gehüllt, ein Smartphone und etwas, das aussah wie eine Spinne aus Carbon. Doch Fabrice wusste es besser. Er hatte von diesen Dingen schon einmal gehört. Neben dem Smartphone lag eine ultraflache Mini-Drohne. Sie passte in seine Handfläche und war in der Luft für das menschliche Auge kaum zu sehen. Er wusste es nicht sicher, aber er hätte darauf gesetzt, dass an der Drohne ein winzig kleiner Sprengsatz befestigt war. Wenige Gramm reichten aus, das hatte er gelesen, um einen Menschen zu töten, falls die Drohne das Opfer an der richtigen Stelle traf. Ein Anschlag, der kaum zu verhindern war, weil das tödliche Objekt sich unbemerkt der Zielperson nähern konnte. Und wenn jemand doch aufmerksam genug war, bestand praktisch keine Chance, die Drohne aufzuhalten. Das also hatte der Mann vor. Er konnte die Drohne mit dem Smartphone von hier oben aus steuern. Er würde sie unbemerkt in die Rotunde manövrieren, sie über den Köpfen der Anwesenden kreisen lassen, bis er sein Ziel anvisiert hatte. Dann würde alles ganz schnell gehen. Die Drohne würde auf Kollisionskurs gehen. Ein greller Blitz wäre das Letzte, das die Tochter des amerikanischen Präsidenten sehen würde, wenn der Flugkörper in ihrem Gesicht explodierte. Fabrice wollte gerade den Kasten wieder schließen, da hörte er ein Klicken an der Tür. Sein Puls beschleunigte sich. Jemand hatte eine Schlüsselkarte benutzt, um sich Zutritt zu Zimmer 701 zu verschaffen. Kam der Mann zurück, um sein Werk zu vollenden? Die Tür öffnete sich einen Spalt breit. Doch statt des Mannes flog ein Gegenstand in den Raum. Diesmal verstand Fabrice sofort, mit was er es zu tun hatte. Er warf sich auf den Boden, schloss die Augen und hielt die Hände auf seine Ohren. Doch er hatte keine Chance. Ein gleißend helles Licht und ein lauter Knall drangen in jede Pore seines Körpers ein. Die Wirkung der Blendgranate in dem kleinen Zimmer ließ ihn zusammenzucken und aufschreien. Seine Trommelfelle schienen zu implodieren. Seine Augen brannten, als wären sie von einem Laser getroffen worden. Er verlor jede Orientierung, wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Dann wurde er ohnmächtig. Ja. Wunderbar. Haut sich da habe ich doch gestern glatt vergessen, ein Schlusswort zu drehen. Also die Lesung mit Leon Sachs war echt cool. Er hat ja ein Buch zu einem ernsten Thema geschrieben, also Religion, Politik, Terrorismus, Rassismus oder so. Ist Rassismus, ja, man kann durchaus sagen, Rassismus ist auch drin. Also all die Themen, über die man beim Smalltalk und bei Tisch und auf Gesellschaft nicht reden sollte, die sind in Mein ist die Macht drin. Und trotzdem hat er es geschafft, viel Humor bei der Lesung rüberzubringen. Wir haben wirklich viel gelacht, viel geschmunzelt und das war echt cool. Ich hoffe, dass dieser Vlog euch gefallen hat. Ich gehe übrigens demnächst nochmal auf eine Lesung von Leon, weil er die im Gaffel am Dom macht, also in einem Brauhaus. Und das finde ich total interessant und das gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Ich habe mir mein Ticket dafür schon geholt. Ja, ihr Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass ihr Vlogs auch schön findet, damit ich die dann öfter mache, wenn ich auf solche Veranstaltungen gehe, dann nehme ich euch einfach mit. Abonniert gerne meinen Kanal, bitte, bitte, bitte abonniert meinen Kanal und klickt auf das Glöckchen. Ja, macht das überhaupt bei allen YouTubern, die ihr toll findet, weil es steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Hinterlasst mir gerne Kommentare. Ich freue mich immer so, wenn ich merke, dass ihr meine Videos guckt und dass ihr sie mögt. Ja, und das zeigt ihr mir damit. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns wiedersehen in einem meiner nächsten Videos oder auf Twitter oder auf Instagram oder auf Facebook oder auf einer der zahlreichen Veranstaltungen, die ich das Jahr über besuche. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.